Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Ich stelle die Beschlussfähigkeit fest und eröffne die 123. Plenarsitzung. Zur Tagesordnung erledigt sind die Punkte 1, 2, 4, 30 bis 32, 37 und 92. Gestern Abend tagte der Innenausschuss und hat eine Beschlussempfehlung abgegeben zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung glücksspielrechtlicher Vorschriften mit der Drucksache 19/5770. Die dritte Lesung dieses Gesetzentwurfs steht auf dem Nachtrag unter Tagesordnungspunkt 89. Außerdem hat der Innenausschuss eine Beschlussempfehlung abgegeben zu dem Dringlichen Antrag 19/5769. Dieser hat die Drucksache 19/5771 und steht unter Tagesordnungspunkt 93 auf dem Nachtrag. Auch der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung tagte und hat eine Beschlussempfehlung abgegeben zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Spielhallengesetzes. Hier ist die Drucksache Nummer 19/5772 und die dritte Lesung haben wir dann unter Tagesordnungspunkt 94. Wir tagen heute vereinbarungsgemäß bis 19 Uhr ohne Mittagspause und setzen die Beratung zu Tagesordnungspunkt 39 fort. Entschuldigt fehlen heute Herr Ministerpräsident Bouffier bis 10 Uhr, Frau Staatsministerin Puttrich ab 11.45 Uhr und Herr Staatsminister Lorz von 14 bis 15 Uhr. Ich darf noch darauf hinweisen, dass die Ausstellung Wahrheitskämpfer heute um 13 Uhr in der Ausstellungshalle eröffnet wird. Es handelt sich um Porträts ermordeter und inhaftierter Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Welt, gestaltet von Künstlern der Künstlergruppe Atelier 13. Herr Bellinor zur Geschäftsordnung. Ich wollte Ihnen nur mitteilen, Frau Präsidentin, dass Kollegin Lannert erkrankt ist. Gut, vielen Dank. Das nehmen wir zu Protokoll. Frau Lannert ist auch entschuldigt. Nach den Beratungen heute zum Einzelplan 6 kommt der Untersuchungsausschuss 19/2 im Sitzungsraum 100a zusammen. Und damit können wir wieder mit der Tagesordnung beginnen und fahren fort mit der Haushaltsdebatte, Tagesordnungspunkt 39. Wie Sie der Tagesordnung sowie der Anlage zu Tagesordnungspunkt 39 entnehmen können, werden verschiedene Tagesordnungspunkte mit Einzelplänen aufgerufen. Um uns hier oben das Geschäft zu erleichtern, haben die Fraktionen für die Einzelpläne 3 bis 15 eine Redezeit angemeldet. Die Liste liegt mir hier vor. Wir werden Sie darauf aufmerksam machen, wenn Sie die vereinbarte Redezeit erreicht haben. Der Ältestenrat hat beschlossen, keine Kurzinterventionen bei der Beratung der Einzelpläne zuzulassen.